Hallo! Zwei Ananas für 1 Euro. Leute, das sind Schnäppchen, die kann ich nicht liegen lassen. Sind die bekloppt? Hey, 2 Stück für 1 Euro. Ich versuche es wieder mal. Ich möchte den Kopf hier runter haben. So, Kärtchen glaube ich auch. Ja, da geht er wieder. Ne? Etwas Wasser dabei. Popo im Wasser. Vielleicht bekommen wir eine neue Pflanze. Man weiß ja nie. Ich gehe mir was Ananassaft machen. Ne? Ich mache mir das Leben nicht zu schwierig heute. Jetzt habe ich gesehen, die eine Alte, die hat sich die Dinger nicht rausgeholt. So, jetzt weiß ich das auch. So, bis hier kannten wir es alle, ne? Das war ja nicht so schwierig. Den Rest können wir auch alle selber, Leute. Einmal wieder bei der Strunk in der Mitte. Den schneide ich mir hier mal grob raus. So ansatzweise, ne? Und da schneide ich die mal eben etwas kleiner, ne? So ansatzweise. Qualitätskontrolle. Leute, sollte da was übrig bleiben, so wie hier, macht euch keine Sorgen. Das geht gleich durch ein Tuch und da bleibt lecker überhaupt nichts von übrig. Also keine Angst, alles kommt gut und sonst wäre es noch viel besser. Heute von 30 Grad. Nicht nochmal. So, schnell noch eine. So. Thank you.
nach. Einmal reinschneiden, einmal im Messer reinsetzen. Und das läuft, Leute. Und das läuft. Die sind wieder ergiebig schön. Letzte Woche hat er mich verarscht, ne? Hatte der keine. Ich mag die ja lieber. Die sind nicht so so richtig säurig. Die sind angenehm fruchtig säurig. Zungenlimette. Mit Zitrone ist etwas zu viel vom Kuchen. So, liebe Leute, ein Püree ist ein Püree. So. Wie das passt, ne? Dass ich kein blaues Auge habe, ist wieder ein Wunder. So, Leute, die schwere Kraft tut ihre Arbeit. So, liebe Freunde, wir haben uns eine Zeitreise gemacht von, ich schätze mal, 12 Stündchen. Ich habe noch übrig fast nichts mehr an Saft und quirle den jetzt raus, den letzten. Es wäre ja schade, ne? Um es zu schnell wegzuschmeißen. Ja, jetzt wäre es gut für mich. Oh, aber riecht, das riecht, ne, Leute. Oh, ekelhaft. Oh. Das riecht lecker. Da habe ich schon eine Prise Salz reingemacht. Salz und Zucker. Kontrahenden. Das wird ja nachher verdünnt, ne? Ich würde also sagen, ich koche das einmal auf gleich. Und dann fülle ich das in Flaschen ab. Dann habe ich meinen Sirup. Pur Natur. Herrliches Erfrischungsgetränk für im Sommer, für die Kinder. Für Papa mit einem Schluck weißen Rum und ein paar Eiswürfel drin abends. Leute, über den Dessert, ich benutze das überall bei. Und, das glaube ich ja nicht, es soll ja ein Fettburner sein. Glaube ich nicht. Also, Leute, viel Spaß beim Nachkochen und noch mehr Spaß beim Trinken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund.